Wir machen heute ein Monster Eier vs. Stardrops Opening Battle im Duell gegen Lukas. Was wir dann alles gezogen haben, war wieder ganz besonders glücklich. Viel Erfolg! Creator Code? Jo Jonas. Und damit starten wir rein. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier Monster Eier am Start und Lukas hat den kompletten Brawl Pass. Insgesamt zwei Pässe wird heute Lukas aufmachen. Wie immer macht das Ganze auf jeden Fall nicht zu Hause nach und damit starten wir rein mit dem Opening. Und damit legen wir los. Lukas darf sowohl noch die Startups und die Credits aufmachen. Ich habe in erster Linie die Monster Eier. Es geht darum, entweder ich ziehe zuerst 40 Mutationen oder Lukas zieht zuerst 5 Brawler. Derjenige, der es zuerst auf jeden Fall schafft, entweder ich alle Mutationen zu ziehen oder eben Lukas 5 Brawler zu ziehen, kriegt nochmal 10 Punkte. Ansonsten gibt es ganz normal, ja, nochmal on top heute, ansonsten gibt es ganz normal nach Seltenheit Punkte. Ich kriege zwischen 1 und 10 Punkte, ganz normal, die Punkteskala ist hier eingeblendet für jeden Skin und Lukas je nachdem, welchen Brawler er zieht. Jo, genau. Also das die... Die Credits zählen ja auch, richtig? Ja, die Credits haben wir jetzt gesagt, weil Lukas sich jetzt hier sowieso den Pässe kaufen darf. Genau, die Credits ziehen wir einfach hier mit rein. Ja. Das heißt, ja, mal schauen. Ah, 5 Brawler geht schon, ist schon machbar. Ja, also mit den Credits ist schon machbar, würde ich sagen. Ja, ja, deswegen. Ich hoffe, ich habe mich mit den 5 Brawler nicht vertan. Das ist, mal schauen. Ich habe schon den ersten Punkt. Ich habe das erste mythische Ei jetzt hier schon mal. Ah, okay. Ja, ihr seht auch schon, der erste ist halt bei mir direkt mal episch. Ein also Punkt. Die. Ja, ja, deswegen. Das haben wir extra drauf geschaut, dass Lukas jetzt nicht direkt nur die Seltenen zum Anfang zieht. Ja, genau, genau. Da wird sich in die nächste Mutation. Oh. Ruffs. Oh. Super selten, RIP. Oh. Okay. Dann schon wieder die nächste Mutation. Ja, so weiter mit den Stardrops machen. Episch, könnte ein Brawler sein. Ja. Muss man schauen. Also Lukas kann eigentlich so zwischendrin ein bisschen warten, weil er eh ein paar weniger Stardrops hat, als ich jetzt insgesamt Monster, würde ich sagen. Also vielleicht, wenn du so einen guten Dings oder so hast, passt es dann eh ganz gut. Mutation, Piper-Mutation bekommen. Oh, Digga, ey, selten. Bisher sehr, sehr Pech gehabt mit den Startups, hier muss ich sagen, aber mal gucken. Okay, Zwischenstand 7 von 40 Mutationen habe ich Lukas aktuell noch keinen Brawler gezogen, also ist auf jeden Fall noch offen. Okay, weiter geht's, nächstes Ei. Bisher noch kein legendäres Ei irgendwie gezogen, leider. Ja, okay, auch wieder nichts. Aber jetzt habe ich nochmal 200 Credits hier. Sehr, sehr gut. Also ganz wichtig nochmal, stimmt, Lukas kriegt auch 10 Punkte für den legendären Brawler, bei mir sind es aber heute sogar 15 Punkte. Sollte ich es irgendwie schaffen, den Hypercharge Baskin zu ziehen? Das ist eigentlich so das große Ziel, würde ich sagen, ne? Das wäre echt crazy. Ja, ja, ja. Also wer das letzte Battle nicht gesehen hat, also ich habe es einfach mal geschafft, alle drei Hypercharge Baskins zu ziehen. Das war unfassbar lucky, ist jetzt auch so noch nie gegeben in dem Opening. Ja, also wäre krass, ne? Einfach mal Weltrekord, Jonas. Ja, ja. Ja, ich glaube, es war echt Rekord, ne? Könnte sogar ein seltener Brawler sein. Es ist ja möglich aus einem super seltenen Star-Drop. Ein bisschen Glück. Nee, war es aber nicht. Ja, RIP. Aber jetzt der erste Brawler durch Credits. Hä? Ich habe einfach eine Team-Einladung bekommen. Lol. Ich helf. Erstmal weg damit. Episch. Jo, also erster Brawler freigeschaltet, ne? Ja, kriegst halt schon mal 3 Punkte jetzt wegen den Credits, ne? Ja, ja. Ah, aber ja, dafür hast du auch nur 2 Pässe. Das ist schon okay. Aber die 3 Punkte sind schon nicht schlecht, ne? Dann wirklich Save, sagen. Ja. So, dann haben wir hier tatsächlich. Oh, Brock ist der nächste. Das heißt, wir haben auch gleich den zweiten Brawler dann schon. Nein, mythisch. Schade. Ah, okay, okay. Ja, Düster Schwinger Edgar gibt einen Punkt. Ne? Die meisten sind halt so selten, ne? Ja. Das Wichtigste ist, wir haben auf jeden Fall ein garantiertes legendäres. Du hast einen garantierten legendären Startup, genau. Selten. So. Und selten bei mir auch. Leider wieder nix. Das Mutation. Bei mir auch, RIP. Aber Jonas, ich sag mal so. Ja. Der nächste Brawler ist am Start. Das hätte ich gesagt 5, oder? Oh, ich muss gleich mal schauen, wie weit ich jetzt bin. Ich habe wieder eine Mutation. Ich glaube. Okay, super selten. Ich weiß nicht. Rosa-Mutation habe ich jetzt bekommen. Ich sage auch ehrlich, also so die Rosa-Mutation ist auch so mit die Schuhe. Oh mein Gott. Okay, dann warte mal kurz auf mich. Ich warte bis zum legendären Eier. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ey, manche Mutationen sind auch echt lost, wollte ich sagen. Ich rette einfach diese Rosa-Mutation mit den Büschen um sich rum. Die ist nicht ganz so krass. Komm. Stu, okay, Stu, sehr krass. Alter, ja. Komm, episch. Ah, es füllt sich langsam, aber... Aber es irgendwie halt ein legendäres wär's halt. Komm, super selten, ja. Episch. Also es kommt irgendwie gar nichts gerade. Naja. Also ein paar Eier mach ich noch auf, würde ich sagen. Dann kannst du die legendären Startup öffnen. Ich zeig mal, 16 von 40 Mutationen, also fast die Hälfte habe ich schon. Wenn ihr solche Opening Battles oder auch Brawl Stars Videos in Zukunft nicht verpassen wollt, lasst ihr immer gerne ein Abo da. Wir gehen auf die 1 Million Abos zu, haben inzwischen fast 850.000 oder vielleicht schon mehr inzwischen, mal schauen. Danke für jeden Support. Ich würde sagen, nochmal so 2, 3 Eier würde ich öffnen.
Das ist das erste. Ich bin schon bei der Hälfte. Du bist erst bei einem Brawler, oder? Ja. Okay, ja. Letztes Ei. Ja, okay, okay. Das bringt nichts. Soll ich? Ja. Und? Ah, oh mein Gott, ein Hyper-Judge für Jackie. Das ist übel geil. Der ist 5000 Münzen wert und gibt keine Punkte. Geil. Ja, freue ich mich doch drüber. Ja. So, okay. Warte mal. Ja. Ich habe ja gleich auf jeden Fall bei Stufe 25 1000 Credits. Mhm. Das ist eigentlich ganz geil, Jonas, ne? Ja, ja. Oh, oh. Nee, mythisches Ei. Ah, okay. Ich glaube, ich habe nochmal vorher hier die Credits. Aber ich krieg einen Punkt immerhin. Die meisten sind halt so seltene Dinger, ne? Die meisten sind halt so seltene. Ja, ja, ja. Seltene Skins. Oh! Nee, wieder mythisch. So. Wieder ein Punkt. Bin natürlich nicht so dumm und drück einfach auf Tick drauf. Doch, guck mal, hier Tick wird dir vorgeschlagen. Da kriegst du den besten Value aus den Credits. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, jetzt ja, halt crazy für dich, ne? Guck mal, Gast nehme ich, weil sein Ballon ist outside the box. Das ist geil. Mach das, ja, mach das. 1000 Credits, Jonas. Ah, was hältst du davon? Wie viel Brawler hast du jetzt einen bisher erst, ne? Zwei. Was hast du denn? Ich habe noch Brock bekommen. Ach so, okay. Das ist schlecht. Und jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen mehr. Schau nochmal. Ja, ich mach schon mal weiter, ob so lange du hier machst. Oh mein Gott, es kommt darauf an, welcher jetzt danach kommt. Ja, ja, Dynamike. Ich glaube, ein epischer bestimmt wieder, aber ich bin mir nicht sicher. Ah ja, okay. Ja. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal Stu, wegen der Mutation. Ja. Boah, direkt 811, okay. Ja, ist das halt schon 3 von 5. Also du brauchst, und Stu kriegst du... Ich habe legendäres Ei, let's go. Ich bin das erste legendäre Ei dafür. Okay, das ist stark, das ist stark. Okay, ich hoffe... Komm. Was? Yes. Oh mein Gott. Nein. Let's go. Das sind 15 Punkte. Geil. Digga. Oh mein Gott. Okay, roter Godzilla-Bass. Digga. Digga. Alter. Ich stell mal vor, ich zieh heute wieder alle drei. Das ist unfassbar. Ich seh's schon kommen, Jonas. Ne? Ich seh's schon kommen. Ey, die Chance ist so gering. Ich hab einfach schon wieder reingelackt. Das sind 15. Das wirst du so schwer aufholen können. 15 Punkte einfach. Oh das mein Gott. Crazy. Aber mir fehlt, mir fehlen noch zwei Brawler. Aber es geht, du hast für die Dings, für die epischen hast du viel bekommen, fällt mir gerade ein, für die epischen Brawler noch. Ja, das stimmt. Ja. Aber Jonas, der nächste epische ist am Start! Let's go! Okay, wie viele hast du jetzt gezogen? 3. 4, okay. Oder? Oh, Brawler. Jetzt kommt er mythisch, nein. Wie viel hast du gezogen? Ich nehme jetzt mal Mortis hier. Ja, ich habe jetzt 4, ne? Okay, also ein Brawler fehlt dir, aber du hast es mythisch. Und mir fehlen noch 17 Mutationen, also ist machbar. Okay, also wer zieht zuerst? Entweder du einen Brawler, der mythisch wird eigentlich sehr schwierig werden, oder ich jetzt 17 Mutationen. Mhm. Ah, es ist beides machbar. Tickets kommt hier. Kommt drauf an. Also über Credits wird es bei mir nicht klappen, weil ich brauche ja einen mythischen. Das sind zu viele. Ja. Das heißt, also diese 100 und nochmal 100, ne, die bringen mich zwar ein bisschen weiter, aber ich glaube jetzt nicht weit genug, sage ich mal. Stopp mal, du brauchst nur 950, weil der reduziert ist. Was ist das denn? Ach so, natürlich. Oh mein Gott. Der erste mythische ist reduziert. Ey, das ist gar nicht gut. Das bedeutet natürlich dann, dass du dann 10 Punkte kriegst. Dann bist du, glaube ich, sogar vorne direkt, wenn du es schaffen würdest. Ja, das kann gut sein. Durch die Brawler-Punkte dann auch. Ja, Mac. Aber... Oh, mythisch. Oh. Okay, ich habe jetzt noch 10 Stufen knapp, Jonas. Ja. Soll ich weitermachen? Okay, warte mal kurz. Für die Spannung. Ja. Legendäres Ei. Okay. Hat man einen Kaiju-Bass bekommen? Komm. Hä? Digga, das kann doch nicht sein! Wieder darum schreit dieser Bass. Check's nicht, Junge. Also nur zum Festhalten, wir haben noch nie irgendwie bei Openings überhaupt einen Godzilla-Baskin gezogen. Ich habe zweimal alle Eier durchgekauft und habe keinen gezogen. Letztes Mal 3 und ist heute wieder 2. Hä? Bist du gebrochen. Ey, aber du kriegst die 10 Punkte gleich. Wenn du die 10 Punkte kriegst, ohne Witz, du kannst es noch holen. Du brauchst die 10 Punkte aber. Okay, du kannst gerne weitermachen langsam. Ja. Aber nicht so schnell. Du hast ja noch nur noch 10 Stufen, dann noch einen weiteren Pass. Ja, hey, das ist crazy. Das ist crazy. Oder, super selten. Ich habe hier zumindest gleich nochmal. Ja. Die kann ich ja jetzt mal vorziehen gegenüber den Star Drops. Ich habe hier nämlich schon mal ein paar Credits, aber ich glaube, das wird trotzdem nicht reichen. Wie, du ziehst die vor? Nee. Das ist geschummelt, wenn du die vorziehst. Nein. Die werden hier nicht vorgezogen. Das ist hier nichts geschummelt. Ich kann abholen, in welcher Reihenfolge ich möchte, Alter. Das haben wir nicht so ausgemacht. Am Ende den legendären Stardo, bitte.
Okay, und? Ja. Ey, der gibt mal keine Punkte, oder? Bitte. Nee, der gibt keine Punkte. Weil die ganzen Brawl Pass-Skins. Ja, du kannst wechseln. Nee, nicht wechseln. Nein, bitte nicht. Nein, mach nicht für die Jonas? Spannung. Nein, das ist geschummelt. Nein, nicht, sagst du? Das ist dann geschummelt, sag ich ehrlich. Ach so. Mir fehlen noch 10 Mutationen. Komm, wir müssen, das ist sonst... Nein. Oh, Mann. Mir fehlen noch 9. Mir fehlen noch 9 jetzt. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich noch genau einen Startup, einen legendären Startup und die Credits. Drück mal kurz, Credits. Ey, nicht die Credits zuerst. Wenn du dadurch den Brawler ziehst, das wäre unfair. Ja, nein. Wie, hey, wieso unfair? Das gehört doch dazu. Ja, aber wenn du es zuerst abholst, ich kann ja auch nicht zuerst, keine Ahnung, ich kann gar nichts zuerst abholen, ich kann nur Eier öffnen, siehst du, weißt du? Aber ich kann es doch schon, weil ich den Brawler Nein, das habe. Machen wir aber nicht. Okay, legendäres Ei. Das ist meine Regel. Wenn ich den nächsten Godzilla-Bass, das wäre Karma jetzt, wenn ich den nächsten Godzilla-Bass jetzt ziehe, pass auf. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das schon wieder wird. Pass auf. Ah, nee, okay. Aber ey, 2 Stück, wenn ich den dritten heute noch ziehe, dann ist komplett over. Ja. Hä? Ich verstehe gar nicht, wie ich überhaupt so viele ziehen konnte. Soll ich weitermachen? Ja, du kannst weitermachen. Münzen. Okay. Oh. Ja, super selten. Zeig. XP-Verdoppler, die hast du dir doch gewünscht, oder? Ja, natürlich. Also tatsächlich entscheidet es der letzte Star-Drop, weil die 100 Credits reichen, glaube ich, nicht. Oh, okay, dann kannst du die 100 Star-Drops auch gerne schon mal, die 100 Credits gerne schon mal abholen. Ja, also ja, noch einen weiteren Pass. 130 Credits fehlen für Mortis. Okay. Dann würde ich sagen, gehst du in den legendären Star-Drop rein und ich versuche noch ein legendäres Ei zu ziehen, würde ich sagen. Ja, das heißt, der legendäre Star-Drop entscheidet jetzt, ob ich die 10 Punkte bekomme, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Mutationen du noch hast, aber eigentlich. Ja, ich schau gleich. Eigentlich wäre es für mich besser, jetzt schon zu öffnen. Nein, du wartest. Das ist für die Spannung. Du hast weniger, hatten wir gesagt, dass du langsam öffnen musst. Ja, nein. So. Episch. Okay, wir schauen. Ja, je nachdem, wie lange ich jetzt warte, hast du halt alle Mutationen. Ja, gezogen, nicht so lange. Ach so. So, wir schauen. Mir fehlen noch 5 Stück. Okay. Okay, ich würde sagen, wie machen wir es? Wie sollen wir es machen? Ich würde sagen, ich öffne noch so 5. Und dann darfst du öffnen, oder? Komm, machen wir so. Okay, nochmal 5 Eier. Vielleicht kriege ich auch nochmal ein legendäres raus. Wäre cool. 5 Mutationen fehlen mir. 1. Okay, machen wir 2. Ja, komm, ganz ehrlich, mach einfach auf. Du hast eh noch mehr. Mach einfach auf. Wenn du es jetzt schaffst, dann hast du gewonnen. Jetzt gönne ich mir die 1000. Also nicht gewonnen, dann hast du die 10 Punkte. Oh, es ist Skin. Skin, Digga. Es ist ein Oh ist mein ein Gott. Skin. Okay, dann... Es ist einfach ein verdammter Skin, Junge. Damit kauft sich Lukas jetzt hier den neuen Pass. Wie immer mit Creator-Code JoJonas. Und ich würde sagen, auf geht's. So, einmal komplett aufgejammt. Okay, Kauf erfolgreich. Jetzt müssen auch noch die Juwelen her, ne, um den Rest aufzujammen. Ich glaube 950, ne, müssten eigentlich reichen jetzt. Und damit geht es weiter. 4 Mutationen fehlen mir noch. Wie viel Brawler? Oh mein Gott. Oh, mythischer Startup Instant. Oh mein Gott. Oh, okay, Shellypin. Shellypin, sehr wichtig. Ja. Ich glaube, mir fehlen noch 3 jetzt. Oh mein Gott, 2. Ja, ich kann jetzt der Nita. Nein, mach mit Stardrops, komm, mach mit Stardrops. Ah, okay. Ja, nee. Hier wird gecheatet. Nein. Godzilla war's schon gezogen und man gönnt mir hier die Punkte nicht, ey. Nicht mit den Credits, Mann. Ach so, ne? Ja, okay, soll ich weitermachen? Ja, mach weiter. Episch, okay. Mythisch. Episch. Bling, 200. Wie viel fehlen ja noch? Ich weiß es nicht. Nein, da habe ich es schon geschafft, das wäre ein bisschen doof. Okay, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, ich weiß halt auch nicht, ne? Episch. Nee. Legen. Hab ich jetzt alle? Ehrlich, ich glaube, ich habe alle. Ich glaube auch, ja. Nein! Nee. Oh mein Gott, Digga. Ich weiß es nicht, müssen wir schauen. Nee. Ja, okay, ich habe es alle gefunden. Ich würde sagen, komm, ich gebe dir die Punkte. Ich gebe dir die Punkte, die 10. Ganz ehrlich. Ja, musst du nein, wir geben dir die 10 Punkte. Das war jetzt ein bisschen arg gestört, sage ich ehrlich. Ist okay, Lukas. Hol die Credits mit Nita, hol sie dir. Ja, wie du magst, Jonas. Hol sie dir ab, ist okay. Ich gönn dir den Sieg, weißt du. So. Ja, nee, das haben wir ein bisschen zu sehr gestretched für die Spannung. Dann geben wir Lukas trotzdem jetzt mal die 10 Punkte. Ich habe jetzt gesagt, du musst warten. Eigentlich hattest du den Brawler ja schon, ist okay. Okay, weiter geht's, Leute. Ich kann immer noch den dritten Hypercharge-Bass-Skin ziehen. Ansonsten noch Robo-Mike auf jeden Fall. Viele Brock-Skins an der Stelle. Und Lukas hat am Ende noch seinen legendären Startup. Also ist auf jeden Fall hier noch einiges möglich. Ja, dann wird's auch noch ein Boxer. Ich glaube, eigentlich so mit den 10 Punkten, die du jetzt bekommen hast, hast du ja auch mehr epische Brawler gezogen. Ich glaube, so krass liegst du gar nicht mal hinten. Ja, es kann gut sein, ne? Ja. Die 2x15 knallen halt schon ordentlich rein, aber... Ja.
Das muss man schon sagen. Aber es ist ja auch lucky gewesen. Ne? Ist ja auch ja, jedes Mal so. Also deswegen, es ist ja so, als hätte ich schon einen legendären Netz oder so vom Vergleich vielleicht. Ja, ja. Es wäre halt übel krass, wenn ich noch den dritten Hypercharge-Skin ziehen würde. Also dann wäre es wieder komplett over. Ja, das stimmt. Okay. So. Okay, dann würde ich sagen, zum Abschluss öffne ich jetzt nochmal 100 Eier und ja, mal schauen, ob Lukas hier mithalten kann. Also, ja, ja, also, ah, so legendäres Ei wäre jetzt halt nochmal wichtig. Episch. Ding ist halt, ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt schon einen Brawler aus Stardust gezogen habe oder ob ich echt alle aus den... Ich glaube, ich habe alle von Credits bekommen. Echt? Ne? Du hast keinen einzigen bekommen aus Stardust? Okay, ja. Ja, ohne Witz jetzt. Die Jets ist am Start durch Credits halt auch wieder. Ja, aber immerhin 2 Punkte. Ja, ja, das Ding ist, ich glaube wirklich, ich habe keinen einzigen durch... warte mal, ein epischer Stardrop nochmal? Nee, wieder nicht. Ich habe echt, glaube ich, keinen einzigen Brawler gezogen, wirklich heute. Keinen? Keinen. Das ist schlecht. Also oha, Leute, ich habe weltweit herum 2 erreicht. Vielleicht liege ich falsch, korrigiert mich in den Kommentaren, aber ich glaube tatsächlich noch nicht. Das ist echt, echt traurig, Mann. Also no joke. Ja, das ist sehr traurig auf jeden Fall. Ja, vor allem für dich halt, ne? Ja, ja, tut mir echt leid. Poco. Oh, ich habe ein legendäres Ei. Let's go. Oh, stark, stark. Okay, ich warte mal so 2 Startups. Ah, gut, ich glaube nicht, dass du einen krassen Startup kriegen würdest, aber mal schauen. Ja, unwahrscheinlich, ne? Aber vielleicht irgendwie. Super selten. Ja. Und? Selten. Naja, naja. Gönnung, ey. Also, du hast immer in die 1000 Credits, mal schauen. Wenn ich jetzt einen dritten ziehe, dann ist over. Oh mein Gott, das sind nochmal 10 Punkte. Wahrscheinlich, Bruder, ey. Aber wieso denn? Wieso habe ich denn jedes Mal so viel Luck in den Openings? Alter, das ist geisteskrank. Also in den Monster-Eiern hast du halt übel Luck. Ja, ja, irgendwie. Das ist crazy, also no joke. Krass, Mann. Ey, es ist echt krass. Also auch Robomark hat zum Beispiel jetzt auch keiner gezogen in diesen Opening-Battles sonst, ne? Ja, ja. Voll komisch. Echt crazy. Kann man sich nicht beschweren. Nochmal hier ein paar Brawler durch Credits bekommen, aber... Also ich glaube, ich habe jetzt die 30 Eier durch von 100. Also ich habe noch die Chance auf den Godzilla-Bass. Ja, nochmal einen epischen. Oh? Nee, mythisch. Durch Credits halt wieder mal. Ja, also ich bräuchte halt höchstens so ein legendäres Ei, ansonsten habe ich, glaube ich, keine Chance. Alter, ey. Irgendwie kommt nichts. Nein. Nächster Star-Drop. Nein. Hey, ich krieg nur noch seltene Eier jetzt. Ich hab gerade das... Ich hab das 5. seltene Ei in Folge gerade oder so, oder 6. Ja, auch so, noch geht's mal? So geht's den meisten Spielern auch immer, Jonas, ne? Ja, das stimmt. Ich hab wieder ein Ziel, das kann nicht sein. Da gibt's sogar 2, oder? Ja, Street Time Max, immer 2 Punkte. Ich hab nochmal Colt durch Credits. Nice. Ich bin immer noch nicht bei 50 Eiern angekommen. Was? 50 Eier sind echt krass lang. Also ich dachte gar nicht, dass es so lange dauert, die 50 Eier zu öffnen. Ja, doch, die muss man schon schnell öffnen, das ist schon viel. Ja, bin ich zu langsam. Ist bei den letzten 10 Stufen schon? Ich bin tatsächlich jetzt bei den... Nee, noch nicht ganz. Also ich habe schon noch ein bisschen was. Ja, ich sehe es, okay. Okay, letzte 50 Eier, Leute. Die letzten 50 jetzt. Episch nochmal. Du hast auf jeden Fall mal safe ein legendäres Dings. Du musst eigentlich nochmal legendäres Ei, wo es das legendäre Startup machen, auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Ganz am Ende geht das ja dann bei mir. Ja, ja, ich brauche halt nur ein legendäres irgendwie. Wenn ich ins Hub... Ich warte. Oh, weil ich kann jetzt nicht mythisch warten, oder? Ja. Ich kann jetzt nicht warten, das ist zu früh. Dann lass es mythisches gegen legendäres Esser machen. Oh. Und? Der gibt 3, oder? Dieser, ja, 3 für diesen Scharlach-Paladin-Search. Ja, ich gönn mir die 500 Münzen auf jeden Fall. Gönn dir. Oh. Oh! Nee, wieder mythisch, schade. Episch, okay. Die Credits nehmen wir nochmal hier mit. Ich glaube, aus den mythischen Jobs kann ich jetzt gefühlt auch nichts mehr ziehen, sage ich ehrlich. So, Dynamite immerhin wieder durch Credits bekommen, aber... Also das Einzige, was du machen... Du musst gefühlt jetzt, glaube ich, 2 legendäre Brawler ziehen. Wobei, ich glaube, einer würde sogar schon echt knapp machen. Du hast schon viele epische und mythische und so gezogen, ne? Nee, mythische noch gar keinen, ne? Ah, hast du Mortis vorher nicht bekommen? Nee, nee. Oh mein Gott, wegen 100 Credits, ne? Nee, es waren, glaube ich, 20 oder so. Oh mein Gott, was? Ey, das ist crazy. Jetzt, ich habe jetzt nur noch den legendären Starbrot, ne? Okay, du kannst ja schon mal drauf gehen. Ja. Und ich versuche jetzt halt noch ein legendäres Ei zu kriegen. Haben wir so ein Finale und ein legendäres Ei, wo ist das legendäre Stardrop? Ja, okay. Was würdest du dir aus deinem legendären Ei? Stardrop?
Ich wünsche mir Leon. Oh, Leon. Ich fände es immer noch am besten bei diesem einen Pool-Video, wo ich gesagt habe, dass es ein legendärer Brawler wird. Ja, nee, ich glaube, wir mussten sogar genau den korrekten Brawler erraten, glaube ich sogar, ne? Nee, nur die Seltenheit. Ah, okay, ich wollte schon sagen, das ist so krass aber, gewesen. Ey, das Video war wirklich legendär, sage ich dir, das war heftig. Ja. Wie du das halt echt gecallt hast. Das war eigentlich das gar keinen Sinn. So, weiter geht's, Leute. Ja, also... Lol? Ja. Ich brauche halt entweder nochmal ein legendäres Ei oder ich weiß nicht. Ansonsten bin ich enttäuscht. Selten. Jetzt! Und eins war legendär, Mann. Eins war legendär. Komm. Wir müssen halt immer einmal legendär gegen Dings machen. Das ist uns dumm. Legendäres Ei, wo ist das legendäre Startup? Ein Stück habe ich, komm. Das sind die letzten 20, schätze ich mal. Es kommt nichts mehr. Naja, das ist los, Mann. Komm, jetzt. Yes! Oha, okay. Okay. Würde ich sagen, ja, legendäres Ei, wo ist das legendäre Startup jetzt? Okay, ich mach. Oh mein Gott. Komm, jetzt wird's wieder was. Der dritte. Jetzt gönn! Du kriegst einen Punkt. Digga, einfach so. Mega Käfer B. Ich krieg eine blöde Wasserpistole, Alter. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ein, zwei habe ich noch. Ich hätte so einen Godzilla Bass, die wäre halt krank. Bei dir ist durch, glaube ich sogar, oder? Ja. Ich gönn mir nochmal den Skin, ohne den Tick zu haben. Wie wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, gerne an Creator-Code Jonas ganz rechts im Shop. Gerne auch alle 7 Tage neu eintragen. Ansonsten lasst auch gerne ein Abo da. Für mehr Browsers-Videos schaut auch gerne bei Lukas vorbei. Und da ist unter Abstand verlinkt. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.